Haben Sie von irgendeinem unserer Politiker eine Zukunftsvision bekommen, die Sie mittragen möchten, die etwas taugt? Oder hören Sie auch immer nur Impfung, 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 Impfung? Dumm, 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 dumm. Ja, warum? Nach allem, was ich weiß, ist die Impfung völlig überflüssig. Und diese Information, die ich habe, die sollte eigentlich jeder andere auch haben. Sind die nicht verteilt worden? Sind die nirgendwo angekommen? Haben sie sich nirgendwo abgeholt? Dummheit schützt vor Strafe nicht. Wissen Sie, was das heißt im Falle der Impfung? Wenn die Impfung nach hinten losgeht, dann sind Sie die Betroffenen. Sie tragen den Schaden davon. Das kann passieren. Wissen Sie, was multiple Chemikaliensensitivität ist? Sowas kann zum Beispiel ausgelöst werden durch eine Impfung. Dann sind Sie auch Ihr ganzes Leben lang auf Abstand, weil Sie dann die geringsten Duftspuren von anderen Leuten nicht mehr ertragen können, weil sie ihnen dann wehtun, ja, weil ihnen dann die Augen brennen, weil sie einen seifigen Geschmack im Mund haben, weil ihnen die Lymphdrüsen anschwellen und so weiter und so fort. Das sind mögliche Impfschäden. Gibt noch ganz andere Sachen, die noch schlimmer sind, womöglich. Aber das ist auch schon schlimm genug. Und an Covid-19 zu erkranken, das ist so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Ja? Also das kann man ausrechnen. Ich würde tatsächlich mal einen Risikoforscher dran setzen und der benennt dann die Sachen, die wir wirklich mal angehen wollen. Vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit, Herz-Kreislauf-Krankheiten noch ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, Krebs ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ja. Also das sind zum Beispiel so Sachen, die sind mit Sicherheit sinnvoller und müssen gemacht werden. Ein völlig unhaltbarer Zustand ist auf jeden Fall, dass die Menschen Angst und Panik haben vor irgendetwas. Das ist ziemlich das Allerletzte, was man haben sollte. Das braucht man in keiner Lebenssituation. Das ist genau das, was einen davon abhält, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. In solchen Situationen von Angst und Panik unternehmen Leute dumme Sachen. Und das sieht man aktuell. Es ist alles nur noch dumm. Und sie glauben doch nicht wirklich, wenn sie artig sind, in irgendeiner Form, dann wird alles gut. Wer sagt ihnen denn, dass die Leute, die ihnen gerade Vorschriften machen, irgendwelche Ahnung haben? Die haben mir gerade das Gegenteil bewiesen. Sie hören nicht auf Epidemiologen von Weltrang, sondern sie suchen sich da aus ihrem Hinterzimmer irgendwelche Chaoten zusammen, die ihnen die Zahlen so vorlesen, dass alle Angst und Panik kriegen. Das ist die falsche Vorgehensweise. Das ist komplett daneben. Und wir müssen die Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich habe keine Idee, wie das gehen könnte, weil die psychologische Situation, in der sich die Leute gerade befinden, ist vergleichbar mit dem Stockholm-Syndrom. Das Stockholm-Syndrom führt dazu, dass sich die Opfer mit den Tätern verbünden. In manchen Situationen haben denn die Frauen diese brutalen Täter nicht nur besucht, sondern vielleicht sogar geheiratet. Und in dieser Gesellschaft, in dieser Situation führt das dazu, dass die, die uns am meisten knechten, wie Herr Söder, hier müssen wir wieder was verschärfen, dass die denn da auch noch für diesen Mist geliebt werden. Ja? Also, ich möchte da raus aus dieser Situation. Ich möchte Politiker in der Elite haben, die sich um uns kümmern, die ihren Eid ernst nehmen, Schaden abzuwenden vom Land, den sie wahrscheinlich irgendwann mal geschworen haben, ja? Sollen Sie noch mal nachlesen, was da drin steht.
Da steht nicht drin, gib den Leuten eine Spritze und kassier sie ab. Das steht da nicht drin. Nein, das steht da nicht drin.